Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Eine leichte Brise und strahlend blauer Himmel. Ein perfekter Tag. Zum Fallschirmspringen. Aber halt! Bevor es mit dem Springen losgehen kann, müssen Vorbereitungen getroffen werden. Und das passiert in diesem Zelt. Hier zum Cottbuser Fallschirmsportclub in Neuhausen kommen viele Besucher, die einmal das Gefühl des Fliegens erleben möchten. Die Ausrüstung muss akribisch gecheckt werden, damit nachher auch nichts passiert. Die sogenannten Tandemmaster gehen mit ihren Sprungkandidaten ganz genau den Ablauf durch. Unfälle passieren meistens nur dann, wenn man unaufmerksam ist oder sich zu viel zutraut. Also bei der Annäherung an die Erde noch ein Flugmanöver gemacht werden am Schirm, der normal funktioniert, der gut in Ordnung ist, sodass da also dann ganz einfach Entscheidungen getroffen werden, nochmal eine Kurve geflogen wird zu tief. Das sind am ehesten die Ursachen, wo einfach auch mal eine Verletzung dann passiert. Und das sind auch die Dinge, wo bei uns auch von der Ausbildung her schon darauf hingearbeitet wird, kein Risiko mehr in diesen Bereichen, Sicherheit geht vor. Nach der Theorie folgt die Praxis. Die Solo- und Tandemspringer machen sich auf den Weg zum Flugzeug. Insgesamt 8 Springer haben hier hinten Platz. Für den Piloten Andreas Bertram ist so ein Flug eine besondere Herausforderung. Ja, für den Piloten ist es wichtig, wenn man Fallschirmspringer in die Luft bringt, gerade mit den Flugzeugen, die wir fliegen. Die Flugzeuge sind relativ schwer, also beim Start, da sitzen ja viele Menschen drin, dass man darauf achtet, die richtige Startgeschwindigkeit zu haben. Das ist gerade auf kleinen Plätzen wie hier ganz wichtig. Und dann versucht man mit einer konstanten Steigfluggeschwindigkeit bis auf die Höhe von 4000 Meter zu kommen. Und beim Absetzen ist es wichtig, so langsam wie möglich zu fliegen, damit dass die Fallschirmspringer, wenn die dann die Tür öffnen und rausgehen, dass es dann nicht so stark der Wind sozusagen an denen rumreißt. Das ist natürlich auch fürs Flugzeug eine Belastung, wenn damit einmal 800 Kilo aus dem Flugzeug rausgehen, dann muss man als Pilot schon ein bisschen arbeiten. Der Motor startet und die Maschine rollt los. Jetzt ist es zu spät für einen Rückzieher. Auf 2000 Metern wird noch einmal der Ablauf des Sprungs durchgegangen. Und auf 4000 Metern heißt es dann Abflug. Wie immer, schöner Sprung. Was will man mehr? Ende Oktober, so ein Wetter. Windig, aber schön. Sehr gut. Ich brauche jetzt ein bisschen, um das erstmal alles sacken zu lassen. Also es ist sehr überwältigend, kann ich nur empfehlen. Und das hat super funktioniert. Ich habe mich die ganze Zeit sicher gefühlt. Vielen, vielen Dank, also wirklich. Ja. Neuhausen hat, was das Fallschirmspringen angeht, eine lange Tradition. Neuhausen ist ja der Flugplatz in Deutschland, der als allererster nach dem Kriege Fallschirmspringer abgesetzt hat, deutsche Fallschirmspringer. Noch eher als im Westen von Deutschland. Und diese Tradition pflegen wir auch. Ich persönlich habe 1963 meinen ersten Sprung hier in Neuhausen absolviert. Und bin nach wie vor mit diesem Verein sehr stark emotional verbunden und tue eigentlich alles, um dass wir dort attraktiver werden, dass wir also den Zahn der Zeit nicht verpassen. Wer Lust bekommen hat und ein Teil des Cottbuser Fallschirmsportclubs sein möchte, hat gute Chancen, da der Verein zurzeit Mitglieder sucht. Auf fallschirmsport-neuhausen.de findet man die Infos zur Ausbildung und kann sich auch gleich für einen Kennenlernsprung anmelden. Auf diese Weise bleiben solche Bilder nicht nur Bilder, sondern werden zu Erlebnissen. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide.